und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Und gucken Sie vielleicht, das ist noch ein, als letzter Tipp, dass Sie eher vielleicht nach einer Golfimmobilie gucken. Ja, sagt ein Kollege von mir immer, die Golfimmobilie, das ist wie so ein beigefarbener Golfdiesel, ja, der qualmt und stinkt. Und den kann jeder fahren. Von der Hausfrau über Herrn Generaldirektor, ja, der von Fink Privatbankier, der hat sich früher im Käfer chauffieren lassen. Ja? Also wenn Sie sagen, Mensch, Sie bleiben vielleicht nicht die nächsten 30, 40 Jahre da wohnen, dann gucken Sie auch, dass das vielleicht ein Objekt ist, was auch später für viele Leute interessant ist. Sowohl vom Kaufpreis als auch von der Lage, verkehrsgünstig zur S-Bahn, U-Bahn. Und so weiter. Dass vielleicht pflegeleicht ist, die Deutschen werden immer älter, das heißt kein Garten mit 2000 Quadratmetern, sondern vielleicht einer mit 300, ja, den man auch mit 80 Jahren noch irgendwie ein bisschen beackern kann. Also einfach so eine Immobilie, wo Sie sagen, Mensch, dafür finde ich immer einen Käufer. Ja? Und jetzt nicht kein, was weiß ich, super ausgebufftes Architektenhaus, wo der eine sagt, ich mag's, und der andere sagt, um Gottes Willen. Ja? So, das einfach als Tipp. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!